Hallo und geht's nicht zurück zu Don't Starve. Knapp war es letztes Mal und ist es immer noch. Wir müssen, glaube ich, gut aufpassen, dass uns hier nichts zustößt. So, zu den Kommentaren. Ein bisschen was habt ihr mir geschrieben. Das werde ich auch gleich probieren umzusetzen. Nämlich erstmal Fallen direkt auf die Löcher setzen. Soll scheint was bringen. Das probieren wir mal. Und viele wünschen sich, dass ich wieder den Rucksack mitnehme. Mache ich auch gern. Lasse ich meistens nur liegen wegen der Rüstung, dass ich die auch direkt anhab. Und den Chester mitnehmen, da bin ich ein bisschen heikel. Da möchte ich noch warten. Und zwar, bis ich gut genug ausgerüstet bin, dass ich auch kämpfen kann und den Chester verteidigen kann. Weil der, glaube ich, wenn da ein paar Monster angreifen, stirbt sofort. So, und fürs Drying Rack wollte ich mir ein paar Dinge besorgen. Da braucht man Seile und Twigs Seile, mal das kleinere Problem. Da können wir hier direkt uns ein bisschen was sammeln. Oder, wisst ihr was, soll man eventuell gleich nochmal einen Ausflug machen und schauen, dass wir irgendwas zum Essen finden. Ja, das machen wir morgen, weil es ist schon sehr, sehr eng wieder. Und bis bei uns was nachgewachsen ist, das könnte dauern, wenn wir Pech haben. So, jetzt haben wir genug. Drei Seile braucht man. Und das wäre natürlich schade, wenn wir jetzt hier verhungern. Leider, wenn wir darauf warten, dass irgendetwas nachwächst, ist auch nicht gewünscht. So, und wir brauchen sowieso ein bisschen mehr Twigs, weil ich habe nicht mehr meine Schaufel, sehe ich. So, mal alles, was abgestorben ist, umholzen. Ah, sehr schön. Kann man immer brauchen. Wen haben wir denn hier? Ganz in der Nähe. Auch nicht nett. Sollte man vorsichtig sein. So. Nochmal Samen, sehr gut. Da ist auch was gewachsen, bestens. Dann setzen wir gleich wieder ein. Sollen wir die auch noch... Ja, die pflanzen wir auch. Gerade kurzzeitig überlegt, ob ich sie essen soll. So, dann schauen wir, dass wir irgendwie über die Nacht kommen. Bären sind noch keine nachgewachsen. Gibt es irgendwas, was wir noch erfinden könnten? Was ist das? Divining Rods. Aber da fehlen uns die Gears. Gunpowder. Brauchen wir ein verrottetes Ei. Das haben wir auch nicht. Einen Anzug aus Marvel. Schaut auch schlecht aus. Ich glaube, da sind wir überall nicht passend ausgerüstet. Da maximal. Eine Falle. Aus Zähnen. Das schaut nach was aus, was wir basteln könnten. Sehr schön. Und was machen wir jetzt mit der? Eine gute Frage. Irgendwo ablegen oder wie? Okay. Noch weiß ich es nicht ganz. Da hinlegen und dann die Monster drüber laufen lassen. Oder wie sehe ich das? Vermutlich. Schauen wir mal, ob das was bringt. So, müssen wir noch irgendwas düngen. Wir könnten... Ah, dann wächst um einiges schneller. Ah, auch gut zu wissen. Wieder was gelernt. So, und jetzt müssen wir den Magen füllen mit den spärlichen Sachen, die wir haben. So, und hoffentlich läuft uns der nach und lässt der den Chester in Ruhe. Natürlich nicht. Warum auch? So.
Okay, mit Düngen. Schauen wir mal, wenn wir dann in dem Fall genug Dünger finden. Was ja nicht so das Problem sein sollte. Können wir uns dann auch noch was zum Essen zusammen basteln? Das wäre natürlich toll. So, das Drying Rack dürfen wir auch nicht vergessen. Vor allem wäre das insofern gut, wenn wir das machen. Damit wir wieder ein bisschen Gehirnschmalz bekommen. So, schauen wir mal, ob wir da die Twigs zusammen bekommen. Einer wird uns noch fehlen. Der ist schon abgeerntet, der auch. Da waren wir offensichtlich schon. Na sowas. Gibt's ja nicht. Ja, müssen wir jetzt eh zu nach Hause laufen, so schnell wie möglich. Und schauen, dass wir uns irgendwas zum Essen nochmal besorgen. Jo, das ist immer noch etwas zu knapp für meinen Geschmack. So, da ist bereits eine Karotte gewachsen. Einen Hasen haben wir auch gefangen. Der bringt uns, glaube ich, im Moment allerdings nicht allzu viel. So. Okay, sehr schön. Also wenn man das düngt, dann wächst es komplett, so wie es ausschaut. Dann können wir uns glatt schnell was zusammenkochen. Sehr schön. Okay. Das können wir auch noch düngen in dem Fall. Und das auch. Da müssen wir halt möglichst schnell noch ein paar Samen finden und einsetzen. So, unsere heißgeliebten Meatballs. Ah, sehr schön. Ja, wenn wir gleich weiter kochen. Kann man noch irgendwas wachsen lassen? Bestens. So. Ja, jetzt werden halt Samen noch gut. Und eben das Drying Rack. Ja, kann ich nicht mehr düngen, okay. Aber inzwischen sind Saplings nachgewachsen. Sehr gut. Heißt, wir hätten hier, glaube ich, genug Sachen zusammen. Na, ein Seil fehlt uns noch, bekommen aber auch zusammen. Für ein Drying Rack. Perfekt. Sehr schön. Essen können wir auch. Magen füllt sich langsam. Und dann werden wir mal hier Fleisch aufhängen. Nehmen wir an, man kann nur eins aufhängen. Den Hasen, wie gesagt, den werden wir, glaube ich, vorerst noch deponieren, bis wir wieder fit werden. Und sobald wir fit sind, dann können wir sie schlachten. Wenn man sie jetzt schlachten wird, vermutlich Nightmare Fuel oder ähnliches daraus. Wollen wir ja auch nicht. Ja, so langsam haben wir alles hier, was wir brauchen, ist auch gut. So, bisschen Holz sammeln. Da sehe ich, glaube ich, Samen, kann das sein? Sehr schön. Gleich einsetzen. Das schaut schon ein bisschen besser aus, aber noch nicht gut genug. So, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Dann graben wir das auch gleich noch aus und deponieren es an der richtigen Stelle. So, Falle liegen lassen, bitte. So.
Wie schaut es denn aus mit einem weiteren Drying Rack? Wäre ja gut, hier mehrere zu haben. Ja, eben die Seile. Na, nicht ausgraben. Büffelwolle schleppen wir auch noch mit uns rum. Weitere Truhen wären auch nicht verkehrt. So, das kommt da rein. Wir haben mal ein bisschen Holz fällen in dem Fall. Und morgen nochmal Dünger besorgen und eventuell finden wir ja unterwegs noch ein paar Samen. Wäre auch nicht schlecht. Und dann irgendwann gehen wir auf die Jagd, würde ich sagen. Ich glaube, ein paar Fallen bauen wir uns auch noch. Das scheint im Moment auch nicht unwichtig. Ich glaube, ich habe gerade einen Hasen ausgegraben, so wie es ausschaut. Samen, sehr schön. Okay, die Fallen. Schauen wir nochmal. Irgendwas anderes, was wir noch erfinden könnten. Wo waren denn die Fallen? Boomerang, auch nie verkehrt. Könnten wir uns auch noch einen basteln. So, wo war er? Hier. Brauchen wir noch Spinnennetze. Ja, und hier noch ein paar Dinge vielleicht. Holzboden, glaube ich, den haben wir ja schon erfunden. Nightmare Fuel. Da geht sich im Moment, glaube ich, auch nichts aus. Wobei den Schattenmanipulator... Welche Edelsteine haben wir denn jetzt eigentlich? Wir hätten sogar einen passenden, okay. Nichtsdestotrotz, im Moment ist noch eher Hunger das größere Problem. Darum gehen wir nochmal Samen und Dünger besorgen. Vielen Dank. Und dann hoffentlich wachsen auch bald die Bären nach. So, was mit denen auf sich hat, weiß ich auch immer noch nicht. Die da so ein bisschen verrückt durch die Gegend laufen. So, zehnmal Dung, gibt's noch was? Muss noch irgendwer aufs WC. Schaut nicht so aus. Dafür nochmal Samen. Nein. So. Okay. Was macht man denn jetzt überhaupt als nächstes? Im Moment ernähren wir uns ja nur gegen den aktuellen Hunger. Auch nicht unbedingt das Beste. Vielleicht bauen wir uns noch ein paar Farmen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ist er schon wieder fallen gelassen, anstatt zu düngen. Ist immer ein bisschen schwierig zu zielen hier. So. Dann gleich wieder abernten. Und das müssen wir verkochen, bevor es uns schlecht wird. Ja, und weitere Rezepte werde ich dann auch mal nachschauen gehen. Hab das Gefühl, da gibt es noch einiges, was wir noch nicht entdeckt haben. Na, jetzt sag mal. So, sehr schön.
Okay, Meatballs. Mein aktuelles Lieblingsgericht. So, und weitere Drying Racks wären, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Twigs und Ropes. Ja, okay, das sollte gehen. Da liegt noch ein bisschen Holz rum. Können wir mal dahin laufen, da waren wir auch noch nicht. Stopfen wir uns aber vorher noch was in den Mund. Ah, und so wie es ausschaut, ist der Wolfgang jetzt seinen Magen so gut gefüllt, dass er sich wieder stark fühlt. Super. Haben das auch endlich wieder mal geschafft. Zeit war's. Und die Creme, da muss ich dann auch noch schauen, wie man die zusammenbastelt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Obwohl, die könnte man zu den Büffeln runterlocken. Das war eigentlich immer eine gute Idee. Machen wir das doch glatt. Gehen die gerade auf Vögel los? Kann das sein? Okay, die sind auf dem Weg offensichtlich auch schneller. So, ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. So, bitteschön. Ich habe Besuch mitgebracht. Sehr schön. Und wir können uns da mit Loot eindecken. Bestens. So, jetzt haben wir zwar unsere eigentliche Aufgabe nicht erfüllt. Das war ja Twigs sammeln und Gras. Aber schauen wir, vielleicht schaffen wir es da bis zu unserem Außenposten. Probieren wir es mal. Beziehungsweise könnte man überhaupt wieder mal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Sind zwar nicht allzu gut vorbereitet auf den Winter, aber so die Gegend erkunden macht auch Spaß. Und wir dürfen nicht vergessen, genau, ich brauche dringend die Gears. Das heißt, wir müssen irgendwann wieder die Pferde besuchen in einer der nächsten Folgen. Vorher wäre es mir aber wichtiger, dass wir mal ein bisschen fit werden wieder. Ja, ich glaube, hier werden wir übernachten. Genug Holz haben wir dabei. Dann werden wir die Zwischenzeit noch nutzen, um so viel einzusammeln wie möglich. Können wir eventuell noch ein paar Steine klopfen. Fischen gehen könnte man natürlich auch mal. Also eine richtige Menge, die wir hier erledigen könnten. Ja, die Farmen. Weitere Farmen bauen, ist natürlich die Frage, lohnt das? Haben wir genug, bekommen wir genug Samen zusammen? So. Jetzt haben wir uns da mal ordentlich eingedeckt. Und da ist sie. So. Noch eine kleine Nachtbeschäftigung. Ist der auch noch in Reichweite? Schauen wir mal. Ah, so lala. Nicht ganz. Ja, müssen wir schauen. Müssen wir schauen, was wir machen können. Mal gleich ein paar Seile herstellen. Das können wir auf jeden Fall. Okay. Und ein paar Dinge erfinden wir einfach noch richtig gut. Wie gesagt, wegen dem hier.
Vogelfallen, Kompass. Ja, wir bräuchten einfach Papyrus. Das könnten wir uns auch besser umgehen. So, Drying Racks könnten wir uns jetzt auch schon wieder zwei bauen. Nicht ganz, wir brauchen noch die Twigs. Papyrus. Da müssen wir irgendwo hin natürlich. In eine Gegend, wo es sumpfig ist, oder? Ja, vielleicht machen wir wirklich einen Ausflug morgen oder übermorgen dorthin. Ja, möchte ich jetzt nicht verbrauchen. Das warten wir noch ab, das passt. Weg mit dir. Mal ums Feuer tanzen, ohne dass wir vor irgendwem davon laufen. Auch schön. So, das Zeug nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir, ob wir irgendwo noch ein paar Twigs finden unterwegs. Oder Samen, auch immer wichtig. Beziehungsweise könnte man eigentlich, wisst ihr was, da noch einige mitnehmen. Jetzt haben wir natürlich immer genau voll. Ärgerlicherweise. Dann machen wir aus dem hier noch gleich ein Seil. Weil dann machen wir es dann noch eine größere Farm in dem Fall. Von den Dingern. Gras glaube ich nicht ganz so dringend. Da haben wir relativ viel in der Nähe. Aber Twigs könnten wir uns eventuell wirklich noch ein paar einpflanzen. Wäre keine schlechte Idee. Noch ein bisschen Holz, auch gut. Haben wir jetzt überhaupt genug? 5, da fehlt immer noch einer, okay. Naja, vielleicht ist inzwischen wieder was nachgewachsen, wer weiß. So, da trauen wir uns auch mal mitten rein. Zwecks dem Tun. Ja, und dann nochmal ein, zweimal gut essen. Und dann werden wir uns wirklich auf den Weg machen. Und was wollten wir jetzt alles besorgen? Wir wollten ein bisschen fischen gehen. Wir wollten Papyrus holen, beziehungsweise Schilf, glaube ich, und dann Papyrus draus machen. Oder wie auch immer das funktioniert. Muss ich selbst noch schauen. So, dann werden wir da gleich wieder was zusammenzaubern. Das Fleisch ist inzwischen auch getrocknet. Sehr gut. Ah, nicht essen. Na gut, passiert. So, das können wir auch ernten sozusagen und ich glaube essen. Schauen wir mal. Kann man das essen ohne Schaden? Naja, geht so. Oh, eine Menge Beeren sind fertig geworden. Sehr schön. Die werden wir auch alle ernten. Oh, wen haben wir denn da? Was? Was? 3 gleich. Na, wenn sich die so gut vermehren, muss man sich das fast sogar nochmal... 4! Dann muss man sich da glatt überlegen, ob man die wirklich verschont. So, wenn wir jetzt so viele Beeren haben, können wir ordentlich kochen. Na, ist auf der anderen Seite vielleicht eine gute Ablenkung für irgendwelche Aggressoren. So, da müssen wir auch wieder düngen. Unsere Bärenbüsche. Wie viele Bären haben wir denn jetzt gesammelt? 14, nicht schlecht.
Ja, mal da gleich weiter kochen. Sehr gut, sehr gut. Ah ja, wie schaut es aus mit den Drying Racks? Stellen wir gleich das nächste auf. Und wieder Meatballs. So, zweimal können wir noch kochen. Sehr gut. Haben wir noch genug Holz? Es geht so. Ah, wir haben ja genug Bäume. Von dem her kein Problem. So, ich glaube, so gut gefüllt war unser Magen schon sehr lange nicht mehr. Nicht schlecht. Kann man richtig zufrieden sein. Okay. Kann man den Dünger noch verwenden. Da ist zum Teil nichts eingepflanzt. Ja, nehmen wir mit in dem Fall. Als kleiner Essensvorrat. Jetzt ist die Frage, sollen wir uns noch ein bisschen Fleisch besorgen? Geht sich das zeitlich noch aus? Nicht, dass wir hier ins Dunkle laufen. Im schlimmsten Fall, naja, Fackel ging sich noch aus, wenn es wäre. Packen wir mal flott zweimal Gras ein und dann... Genau, sowas wollte ich noch haben. Sehr schön, genau das, was ich brauche. Und wir schaffen es sogar noch zurück. Allerdings müssen wir ein Feuerchen machen. Ah, wir haben ein Feuerchen. Also müssen wir ein bisschen anheizen. So, dann machen wir nochmal Fleischbällchen. Gut. Noch ein bisschen aufräumen. Fallen können wir uns eine Menge bauen mittlerweile. Vielleicht eh nicht die schlechteste Idee. Genau, die Heilsalbe. Jetzt muss ich echt nachschauen gehen, wo die drin war. Vermutlich hier. Genau, Heilsalbe. Da brauchen wir Asche. Okay. Asche haben wir durch keine in dem Fall. Da wäre noch ein Zweig nachgewachsen. Könnten wir uns noch ein drittes bauen, wobei wir momentan nichts haben zum Rauftun, aber ist auch okay. So, und wenn es was zum Ernten gibt, gleich ernten in dem Fall. Und, ja, loslaufen oder was erfinden, Vogelfalle, aber wir haben keine vier, oder? Wir haben nur zwei, na, wenn wir ein paar Spinnen noch erlegen würden. Oh, und ich sehe gerade schon eine halbe Stunde, viel zu weit überzogen, ja, dann machen wir eine Pause an der Stelle. Ich werde allerdings noch eine Folge aufnehmen und in der Zwischenzeit wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk und baba.